Jetzt wird sich wahrscheinlich der Light Racing Porsche noch ein klein wenig schadlos halten können, aber dann ist die Frage, was passiert im Motor drum? Und ich glaube fast, dass wir dann über den Zielstrich gehen, eingangs der letzten Runde mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und dann wird man sehen im Fernsehen, im Livestream und auch hier auf der Strecke, dass ein Porsche Cayman breiter wird als ein berühmter Möbelwagen. Mhm. Wobei die Frage natürlich, Jan Kasperle, geht der taktisch vor, wenn man ihm sagt, du Jan, lass gut sein. Momentan Gabriele Piana auf der 5. Position mit 2,8 Sekunden Rückstand auf Phil Dörr. Aber kommen wir überhaupt zu dem finalen Showdown in der letzten Runde oder ist da schon irgendwas passiert? Denn wir sind jetzt eingangs Motodrom mit dem ersten Angriffsversuch schon unterwegs. Entschuldige, wenn ich dir jetzt einfach so mal in die Karre oder in die Fanfare grätsche. Ja, habe ich befürchtet, dass alles das wehtut. Alles gut. Kommt da jetzt der Angriff? Nee, aber du siehst auch Jan Kasperling, er wehrt sich. Ja, klar. Er wehrt sich, natürlich, warum auch nicht, solange es im Rahmen bleibt. Ich glaube nicht, dass er da wirklich komplett 100% volles Risiko geht, aber du siehst mal, wie der KTM da unter gleicher Geschwindigkeit trotzdem hin und her zacken kann. Jetzt ist der Racing One Audi nicht im Weg gewesen. Ja. Kompliment, da hat man wirklich Christoph Stingu sehr, sehr gut und fair Platz gemacht. Auf Start und Ziel ist er jetzt daneben, muss nochmal zurückstecken. Ach so, meinte ich das mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen ja, eigentlich genau. Nicht, aber also ich, ich bin da flexibel. Es ist der berühmte Knopf, den er da gedrückt hat. Oh, wow, wow, wow. Und das ist natürlich eine Geschichte gewesen, die haben wir in der Form definitiv nicht erwartet. Da gab es einen ganz, ganz kräftigen Zusammenstoß, mhm, breitseits zwischen diesen beiden. Das war flüssig und vor allem über. Immer die Frage, warum uns dann immer dieser Christian Kosch eingeblendet wird, wenn es um die Spitze geht. Ja, ich glaube einfach schlicht und ergreifend, dass Jan Kasperling nicht gerechnet hat, dass da der Florian Jannis schon neben ihm war. Und damit ist die Sache erledigt. Damit ist die Sache definitiv erledigt, sofern es keinen Nachfolgeschaden gibt an irgendeinem der Fahrzeuge. Ja. Und wir hoffen einfach mal ganz inständig, dass das nicht der Fall ist. Und da hat Jan Kasperling richtig Glück gehabt. Einen halben Meter vor der Mauer kam er da zurück, wieder vor dem Racing One Audi. Huiuiui, mein lieber Kokoschinski möchte man dann ins Felde rufen. Spektakuläre Bilder, keine Frage. Übrigens, genau an der Stelle sind gestern die Formel 4 abgehoben. Genau. Bumm. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir gleich nochmal eine Information von der Rennleitung bekommen, dass sie sich das auf jeden Fall anschauen. Da warte ich sogar drauf, ja. Ganz ehrlich. Nochmal sei es gesagt, das ist Christian Kosch, der kämpft hier um die Trophy-Wertung. Tom Kiefer fährt in der 12. Position. Ja, aber es scheint so, als wenn hier zunächst mal auf der Strecke die Entscheidung sowieso gefallen ist. Das genau, scheint nicht nur. Wir haben nur noch zwei Kurven. Mhm. Und die sind jetzt angesagt für den KTM Crossbow. Und damit haben wir den Doppelsieg in Hockenheim, was wahrscheinlich vorher die allerwenigsten vermutet hätten. Schwarz-Weiß-Grätes Tuch ist draußen und der KTM Crossbow mit Florian Jannis und mit Reini Kofler gewinnt dieses Rennen. Jan Kasperlik auf Platz 2 und damit ist er natürlich und definitiv der Tabellenführer, denn in dem Moment kommt Gabriele Piana auf der 4. Position ins Ziel. Das reicht, um hier Tabellenführer zu bleiben. Daumen hoch mal wieder von Christian Kosch in Richtung Tom Kiefer. Und die Rennleitung hat es angekündigt, hier gelb auf schwarz zu lesen. Der Zwischenfall zwischen der 24 und der 22, zwischen Florian Jannis und zwischen Jan Kasperlik ist unter Beobachtung.